Das Schweinesystem, ein kritischer Abriss über die Zustände in der deutschen Tierhaltung. Geschrieben von einem Tierarzt und Foodwatch Aktivist, eine Gruppe von Menschen, die sich kritisch mit unserer Ernährung auseinandersetzt. Ganz am Anfang muss jedoch deutlich etwas gesagt werden. Matthias Wolfschmidt kommt auch geistig aus der Mitte der Gesellschaft. Obwohl er am eigenen Leibe erkennt, wie unglaublich unanständig die Tierhaltung in Deutschland ist, so ist er noch nicht an diesem Punkt angelangt, das generell in Frage zu stellen. In seiner Recherche zu dem Autor ist er auch auf Aussagen vom ehemaligen Generaldirektor von Nestle, dass in 100 Jahren kein Fleisch mehr gegessen wird, gestoßen, kann aber in seinem persönlichen Leben nicht den Sprung zu einer tierleidfreien Ernährung finden. Das muss man vorher wissen, bevor man das Buch liest, da an einigen Stellen man als bewusst konsumierender Mensch die Stirn runzelt, wenn Herr Wolfschmidt von zum Beispiel guter Tierhaltung oder einem angenehmen oder ähnlich formulierten Tod der Tiere redet. Er impliziert in seinem Werk die Tradition einer veralteten Gesellschaftskultur, und das stößt natürlich immer wieder den bewussten Leser negativ auf. Wenn man das ausblenden kann, dass Herr Wolfschmidt eben an dem Punkt ist, wo er ist, und versucht aus seiner Sichtweise das Beste für die Tiere rauszuholen, dann wird das Buch Seite um Seite wertvoller. Denn hier handelt es sich nicht um eine verschwörerische Schundliteratur, wie man eben bei dem reißerischen Titel sofort vermuten könnte, sondern hier wird ganz realistisch recherchiert, analysiert und vorgetragen. Kein emotionales Klagelied, sondern ein mit über 300 zitierten Quellen versehenes pragmatisches Werk, was einiges an Hintergrundinformationen und Aha-Effekten verspricht. Wobei der Pragmatismus dann allerdings eben für mein Empfinden zu weit geht. Man spürt durch und durch, dass Herr Wolfschmidt sich mit den Interessen der Landwirte sehr gut identifizieren kann und eindeutig ohne Frage die Interessen der Landwirte, den Interessen der Tiere weit voranstellt. Die Tiere haben in seiner Auffassung kein Recht frei zu leben oder das Recht nicht getötet zu werden. Es sind nur Tiere. Die Landwirte hingegen ernten von ihm sehr viel Verständnis, und deren Rolle wird analog dem Henker im Mittelalter überhaupt nicht in Frage gestellt. In dem Buch wird auf eine kritische und immer sachliche Weise der Alltag dargestellt von den drei meistkonsumierten Tieren, und dabei wird dieser Alltag an sich eben nicht in Frage gestellt. Er wird dargestellt, aber dass man Schweine konsumiert, dass man Rinder und Hühner konsumiert, das sind die drei Tierarten, die am meisten konsumiert werden in Deutschland, das wird eben nicht in Frage gestellt. Das vermisst man halt da so ein bisschen. Aber bei der Darstellung erfährt man wirklich genaue und fachspezifische Dinge, die man als Verbraucher so niemals erfährt. Und unter all dem reißerischen und oft verschwörerischen Unsinn, der verbreitet wird, was auch die Tierhaltung angeht, kann man hier wirklich sich sachlich, ganz sachlich sich informieren. Und dann erkennt man eben auch ganz sachlich, wie schlecht es im Alltag in der Tierhaltung zugeht. Und es geht wirklich sehr schlecht zu. Aber der Autor klagt nicht nur an, und das finde ich richtig positiv und ganz explizit zu erwähnen. Und da unterscheidet er sich ganz wohltuend von anderen Büchern, von YouTube-Kanälen und Webseiten. Er klagt nicht nur an, er bietet auch Lösungen. Er betrachtet auch nicht nur singulär die Interessen der Verbraucher und der Landwirte oder der Politik, sondern er versucht eben immer wieder Brücken zu schlagen und wirkliche Ansätze zu generieren. Zumindest innerhalb der Menschen. Das muss man immer dazu sagen. Man hat ja beim Lesen immer mehr das Gefühl, dass Fachkompetenz und soziale Kompetenz auf die Menschen bezogen beim Schreiber des Werks zusammenkommen. Und so liest man das Buch mit immer mehr Respekt und immer sorgfältiger, und es offenbart sich ein Schatz der Realisierbarkeit. Einen Fundus an konkreten Vorschlägen und Ansätzen findet man da, wie es besser gehen kann. Allerdings erkennt man dadurch auch, wie schwer es ist, die Tierhaltungsökonomie wirklich zu ändern, da viele Kreisläufe, die sehr gut beschrieben sind, ineinander wirken und sich selbst aufrechterhalten. Eine grundlegende Wende in der Nutztierhaltung ist sehr schwer, und im Endeffekt funktioniert das nur, und das ist auch so ein bisschen sein Resümee, wenn alle Menschen irgendwo gleichzeitig daran interessiert sind. Aber der Autor zeigt trotzdem ein paar Ansätze auf, wie man auch nur als Verbraucher etwas Positives bewirken kann, und hat am Ende des Buches
zum Beispiel auch einen Brief formuliert, den man den Unternehmen senden kann, um eben nicht nur durch den Konsum an sich, sondern auch in der Kommunikation mit den Unternehmen etwas zu bewirken. Ich selber habe auch schon einige Briefe an die Discounter bei mir, die im Umfeld sind, geschrieben, als bewusstes Statement, und ich habe auch schon was zurückbekommen. Also das ist wirklich eine Sache, die ihr nutzen solltet. Und der Herr Wolfschmidt tut da auch wirklich nochmal explizit darauf hinweisen und verfasst auch einfach mal so einen Brief, den man sich auch online einfach abkopieren kann. Also Herr Wolfschmidt klagt an, deckt auf und zeigt Lösung. Das ist so, die Grundmessage oder das Grundgefühl, was ich von dem Buch habe. Also es ist wirklich ja, komplett. Das ist eine wirklich richtig gute Mischung. Allerdings wäre die Lösung natürlich viel einfacher, wenn man einfach auf die tierischen Produkte verzichten würde. Und nein, es ist nicht schwer. Es ist lediglich ein Informationsdefizit, das die Menschen haben. Vegane Ernährung ist preiswert und vegane Ernährung ist vollwertig. Die beiden größten Sachen, wo man immer sagt, ah, vegane Ernährung, ist das denn, das ist so teuer und das ist so vollwertig und es kommt dazu, es ist kompliziert. Aber das ist alles ein Informationsdefizit, weil es nicht mal wahr ist. Sieh auch mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld oben in den Infokarten und in der Infobox. Und da sehe ich eben auch das Problem des Buches. Man hat hier und bekommt vor allem das gute Gefühl, dass wenn die Tierhaltung besser wäre, man guten Gewissens Tiere töten lassen kann. Und das entspricht einfach nicht einem gesunden Geist. Das Buch wird vielen helfen, die erste Stufe zu gehen und die erschütternden Zustände, die da dargelegt werden, in der Tierhaltung ganz konkret zu erkennen. Aber in den Konklusionen bleibt der Autor in einem traditionellen Mindset und somit auf halber Strecke stehen. Das Buch bekommt von mir 4 Sterne, weil es der Masse der Bevölkerung auf eine konstruktive und vor allem wenig reißerische, sachliche Art die Missstände in der Tierhaltung aufzeigt und so einen Beitrag für die geistige Evolution der Menschen darstellt. Für die Masse an Informationen und wirklichen Insights sind die 18 Euro, die es derzeit kostet, auch absolut angemessen, und für denjenigen, der erst gerade dabei ist, sich bezüglich seines Fleischkonsums Gedanken zu machen, ist es eine absolute Kaufempfehlung. Auch als Geschenk zu Weihnachten für ein gewisses Aufwachen bei Fleischessern ist dieses Buch sehr, sehr gut geeignet, weil es eben aus der Mitte der Gesellschaft kommt und auch so geschrieben ist. Für diejenigen, die bereits die Lösung erkannt haben und auch den Mut und den Willen haben, dieses umzusetzen, sehe ich da zu viel Potenzial für ungute Gefühle beim Lesen. Also, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Euer Christian. Tschüss.